Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Sieht so aus, als wenn im Dorf was passieren würde. Allerdings müssen wir gar nichts mehr machen. Das ist schön. Wir können weiter uns um unser Dach kümmern. Hallo Hund. Ja. So. Haben wir denn hier irgendwo Platz? Morgen live. Sag mal, live? Ich habe versucht, das Geschäft mit einer Vertrauenskasse zu betreiben. Nie wieder. Ja, das ist ja auch eine ziemlich blöde Idee, oder? Findest du nicht auch? So, was haben wir denn? Oha, wer hat denn hier eine Treppe hingebaut? Welcher Spacken. Hier können wir erstmal... So, komm, nehmen wir mal auf. Und schön hinsetzen, alles klar. Wie geht's euch denn so, meine Hühnchen? Alle glücklich? Ich kann euch nicht mehr alle knuddeln. Das habt ihr aber auch nichts gegen, ne? So, hier liegen noch ein paar Eier draußen. Hier liegen noch ein paar Eier, alles klar. Wo ist denn Ken? 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 Ach, du bist Ken, richtig. So. Hüderliebe. Haben wir alles? Alles klar. Das ist halt blöd, ne? Wenn du so Baudinger hast und dich dann auch noch um Tiere kümmern musst und das ganze Getreide und so weiter, das ist... Dein Inventar so schnell vollgestopft mit Sinnlosigkeiten. Geh doch mal weg hier. Geh, dicke Kuh. So, wir haben einen Wassertrog. Wir haben einen Futtertrog. Dann bauen wir den Wassertrog mal hier hin. Und den Futtertrog mal... Geh doch mal jetzt. Geh, du fette Kuh. Hau ab. Ach, Kuh. Jetzt husch, husch. Böse Kuh. Das müssen wir nach oben stellen. Das müssen wir... Süß, ich hätte dem Hund auch was essen. Also, ne, hier, da muss was rein und da muss was rein. Und geh doch mal jetzt weg hier. Mann, das ist ja unglaublich. Wie kann man denn so fett sein? Hm, was? Ich hab nichts gesagt. So. Alles klar. Ich habe auch so das Gefühl, dass das hier langsam ein bisschen voll wird in der Hütte. So, du noch und du noch und du noch. Weiß nicht, habe ich eigentlich alle Ziegen gestern gemolken? Ich glaube, es ist immer 3 und 3, ne? Ah ja, jetzt habe ich noch eine versteckt. Buttons. So. Warte mal, hier ist ein Schaf, schön durch den Rücken. Die haben sich auch noch nicht richtig ausgekackt, habe ich das Gefühl. So, und dann brauchen wir noch einmal Essen, weil irgendjemand hat das schon wieder leer gefressen. So, frei nach der Wiese, oh, gibt Neues kommen, dann stopfe ich das schon mal in mich rein, weißt du? Gieriges Volk. Aber, wenn wir jetzt mal nach oben gucken, müsste ja das Zimmer eigentlich schon ziemlich dicht sein. Ja. Das ist dicht hier. Da hinten fehlt noch ein bisschen was, aber grundsätzlich ist dicht. Da haben wir unser Ziel ja schon mal erreicht. So, jetzt muss ich leider erstmal wieder alles hier weg. Und der Kuhdung muss auch noch da rein. Und das muss auch noch nach oben. Sonst kommt hier nichts mehr rein, ne? Das heißt, wir haben die Federn. Den Wolle, die Kuhkacke. Dann haben wir Fresschen für den Hund. Alles klar, hier... Sieht nicht so aus. Ne, da ist noch nichts. Ne. Das ist wahrscheinlich erst morgen wieder möglich zu ernten. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist schon wieder was. Wofür das auch immer ist, ich habe keine Ahnung. Aber gut. Wir haben es, weißt du. Das nicht. Der ist zu ernten, alles klar. Und hier ist auch nichts zu ernten. Haben wir alle Bäume? Das ist die große Frage. Weiß ich noch nicht. Das müsste ich mir auch mal rausschreiben, aber das ist wieder so viel Nebenbeiarbeit, weißt du, wo du gar nichts von hast. Goldene Banane, das. Ne, war eine Gurke, genau. Die Banane war eine Gurke. Und jetzt haben wir noch Speck, Saft und Ei. Und ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, dass ich die Milch weggestellt habe. Alles klar. Was machen wir denn hiermit eigentlich? Schokochips-Rezept. Warum habe ich das denn und brauche das nicht? Und warum ist das, weißt du?
Kennst du das Rezept bereits? Aber ich habe das ja nicht gekauft, weil ich dachte, ich brauche das unbedingt, oder? Rezepte. Gut, das muss nicht unbedingt in die Küche. Hier können wir auch mal gucken, was wir davon am Ende verkaufen. Ich glaube, ich mache dann auch etliche Regale leer. Und was machen wir? Haus weiter, genau. Lass das Dach weitermachen. Hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Nun nimm das doch. Nee. Böses Dach. Ganz böses Dach. So, hier kann ich problemlos runterlaufen. Ich glaube, wir waren irgendwie hier stehen geblieben. Genau, hier wollten wir was zumachen. So. Also, es ist dieselbe Aufnahme, ne, wie vor 2 Tagen. Nur falls einer fragt, boah, was ist denn plötzlich mit dem los? Der macht ja nur noch Scheiße. Nee, nee, das ist immer noch dieselbe Aufnahme. Ich glaube, ich bin einfach zu müde. Ich hätte gerne noch ein bisschen geschlafen, aber mein Körper so, du, ich habe da Ideen, weißt du? Und wenn er so anfängt, dann kannst du schon immer einen Haken dran machen. Ernsthaft. Ist fürchterlich. Wenn mein Gehirn dann, ne, der Körper noch so, und mein Hirn so, guten Morgen, ich habe Ideen. Sag mal, haben wir eigentlich schon wieder Regen? Was soll denn das? Und der Fette rutscht wieder runter, typisch. Wir hatten doch gestern schon Regen. Kann ich das Dach vielleicht mal bauen ohne Regen? Bin ich auch wieder verstellt. Mann, 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 Mann. Also, ehrlich gesagt, bin ich irgendwie ganz froh, wenn ich den Mist jetzt endlich hinter mir habe. Ey, Mann, ist das blöd heute. Ich treffe aber auch überhaupt nichts, ne? Was ist denn denn? Heute habe ich einen Knick in der Pupille und ich will gleich noch Dingens hier aufnehmen, weißt du? Hausflipper. Wie machen wir das denn hier oben? Hier oben machen wir nur einen flachen drauf, ne? Haben wir einen flachen roten? Ich frage mich immer, ich baue Dächer, ne? Und nehme mir nicht die flachen mit. Wie viel haben wir denn davon? Ein. Rotes Dach, finde ich das so auf Anhieb. Nein, weil ich wieder nicht den richtigen Begriff habe. Rote, nicht rot, rote, rote, rote Dachfliese da. Ja, ich weiß, ich krieg's wieder nicht fertig, das Dach. Super, läuft. Es ist halt, wenn man mit fähigen Menschen zusammenarbeitet. Okay, das macht keinen Sinn, oder? Ich habe mir das anders vorgestellt. Weißt du was? Spiel. So, bitte sehr. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Umdrehen, rumdrehen. Fertig. Gut, die andere Seite vielleicht nochmal. Hier, komm, kannst du löschen. Wird nicht gekauft. Will mein Geld zurück. Gib mir mal hin, Geld zurück. Du brauchst meine Blütenblätter nicht. So, Vorsicht, Hühner. Ich kann da nichts für. Wir müssen hier ein bisschen bauen. Mal gucken, wie hoch ich komme. Ich weiß natürlich nicht, ob vom Dach her, ob das jetzt ne, wegen der Ausrichtung, aber das sieht sowieso kein Mensch mehr. Ich gehe da auch nicht mehr hoch, wenn ich das jetzt hier fertig habe, ne? So. Dach ist gedeckt. Und es sieht,
deutlich weniger schlecht aus, als ich befürchtet habe, oder? Was sagt ihr dazu, ihr als Experten? Seid ihr auch relativ zufrieden, hoffe ich. Was denn? Ja. Ich meine, man könnte natürlich hier vielleicht noch ein... Aber, nee, komm, lass. Ich kann noch überlegen, ob man da vielleicht ein Dach oder so hinmacht, aber... Nee, nee. So, jetzt räumen wir den Mist erstmal wieder weg. So. 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 Das muss ja auch noch verräumt werden, wenn man es anständig machen will. Aber so wird das Hundefutter nicht... weder das Hundefutter noch das Dingsfutter wird nass. Schön. Dann haben die auch nicht so eine aufgeweichte Plempe da jedes Mal. Was wollen wir denn mehr? Ernten haben wir alles schon. Wir könnten mal die Morgenrunde machen. Komm, die haben wir schon ein paar Tage nicht mehr gemacht. Weg da, der Fussel kommt. So, da ist... da ist eine Brumse. Eine Babybrumse. Da ist noch ein so ein Ding. Zack. Wie war denn das nochmal? Was brauchten wir? Erde, Dünger und noch irgendwas, ne? Um Baum pflanzen zu können? Ihr hattet das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das ist schon wieder mehr als 3 Tage her, also Fussel hat's vergessen. Da wird man ja wohl noch Verständnis für haben, ne? In meinem Alter bin ich ja morgens froh, wenn ich noch weiß, wer ich bin. Ihr lacht, aber so ist das. Wo hast du die Socken hingelegt? Wer ist dieser Mensch neben dir im Bett? Und dann fällt dir ein, war ein Traum. Alles klar. So, was? Wir hätten Schnecken sammeln können, ne? So, und dann nehmen wir uns noch einen Gelee-Stern. Da ist nichts. Ist hier noch ein Gelee-Stern? Da ist auch noch ein Gelee-Stern. Stimme ist weg. Dann können wir wieder verteilen. So, einmal Gelee-Stern und der Rest ist alles Küche da hinten. Also bis auf die Biene, die kannst du natürlich kauen, wenn du Honig haben möchtest. Das ist so eine Art fliegendes Honigbonbon, ne? Schnappst dir einfach so eine Biene, kaust ein bisschen drauf rum. Das ist wie so Honig. Ja. Ein Geheimtipp. Alles klar. Dann müsste doch eigentlich hier noch Platz sein. Genau. Ach, eine Sache wollte ich noch austesten, ne? Genau. Das waren diese komischen Dinger hier. Kann damit nichts anfangen. Was ist das? Wo kommt das hin? Weiß das einer? Ach, davon hatte ich sogar schon welche. Und ich habe noch eine extra welche gekauft, ne? Ja, ich weiß halt nicht, was ich besitze. Das ist halt der Nachteil. Aber 5 Stück, ich kann mir gut vorstellen, die haben wir da hinten irgendwo gekauft für Sternensplitter. Heute ist aber wirklich viel Schnecke, muss ich sagen. Und Fliege. Das sind die beiden, die mir heute auffallen. Das noch. Hier können wir Portale nutzen. Haben wir eigentlich diesen komischen Pilz, den wir da finden und wo wir dann auf die Insel kommen, wo Ette da, die Pilzoma ist. Haben wir die Insel eigentlich auch schon komplett fertig gemacht? So, hier sind komische Ideen. Dann gucken wir hier hinten noch. Ich weiß nicht wie. Max... Oh nein, ich kann meine gelbe Socke nirgends finden.
ich halte mal danach Ausschau, ja? Vielleicht finde ich sie ja. Aber es ist ja schon gleich wieder Abend. Wenn ich nicht zufällig drüber laufe, dann sieht das ja wieder schlecht aus. Lilafarbenes Dach. Reguläres Dachoberteil. Was ist das denn? Hatten wir auch noch nicht. Aber lila Dach hatten wir schon, ne? Auch noch nicht. Was ist denn hier los? Haben die wieder irgendwas reingepatcht und mir wieder nichts gesagt? Und lass mich raten. Ich hätte dieses rote Dach nehmen müssen und dann kann ich diese komischen Dinger da verwenden. Die ich gerade weggelegt habe. Haben wir ein Bild? Bench Doppelbett? Karierter Beistelltisch? Nein. Hast du ein Bild? Ich suche nämlich noch ein Bild. Und jemand sagte, das könnte ich hier finden. Tja. Gelbe Socke, wo hat er denn seine Socken rumliegen? Ich meine, die kann ja überall sein, die Socke, weißt du? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo der so rumläuft. Wo könnte seine Socke sein? Da oben ist auf jeden Fall schon mal etwas. Wäre ja schön, wenn man mal einen Hinweis kriegt, ne? Weil die kann ja überall sein. Das ist ja das Problem. Und ich weiß ja nicht, wo der Typ rumläuft. Also, insofern. Wenn ich nicht zufällig drüber laufe oder sie irgendwo schimmern sehe. Gebaut, möchte ich sagen, ne? Tja, gut, hier müssen wir auch nicht mehr. Pilzhöhle, ich meine, wir hätten alles, ne? Wenn ihr noch wisst, dass wir irgendwas nicht erkundet haben, dann sagt gerne schnell Bescheid, weil dann können wir das noch versuchen, irgendwie einzubauen. Weil ich müsste mich jetzt die Tage mal hinsetzen. Wir haben zwei Folgen, genau, wir sind ja auch schon wieder am Ende, alles klar. Und guck mal, dass ich die Marmeladenrezepte rauskriege. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufnehme. Mal gucken, weil ich mir dünkt, ich könnte mir vorstellen, jetzt gleich erstmal noch zu frühstücken. Fehlt hier noch irgendwo ein Sternsplitter? Ach, wir haben noch nie Mitternacht, ne? Komm, warten wir den noch ab. Bin schon wieder zu fett. Hallo. Schön, dass ich keine Angst vor Regen habe, weißt du? Und dann kann ich eben... Oh, das war der letzte Sud vom Kaffee. Entschuldigung, ich muss mal eben was nachtrinken. Drücke leer, um vom Stuhl aufzustehen. So, ich habe ihn gesehen. Judy. So, dann nehmen wir noch den Sternsplitter und dann hoffe ich, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Wir haben jetzt das Dach dicht und damit... eine der letzten und selbstgestellten Aufgaben ebenfalls auch erfüllt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen, guckt auch gerne mal in den Livestreams auf Twitch vorbei oder in den Stories von Instagram. Muss ich ja ein bisschen Werbung gerade für machen. Und dann sehen wir uns gerne wieder, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Staxel oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.